kommen wir als nächstes zum Match for One Fall. Und es ist das Supernova-Match. Auf dem Weg zum Ring als erstes. Ja, hallo YouTube! Hallo YouTube! Wir sind hier bei den Aufzeichnungen für Collision und wir haben ein bisschen Bonusprogramm für euch. Und zwar ein Supernova-Match! Super, super, Supernova! Ja, wir haben einen Testlauf gehabt, wir haben zwei offizielle Matches gehabt und jetzt gibt es das dritte offizielle Supernova-Match. Und er kennt sich mit diesen Multi-Matches ein bisschen aus. Mit einem Kampfgewicht von 110 Kilogramm. Michael Noel! Auf dem Weg zum Ring aus Kiel mit einem Kampfgewicht von 87 Kilogramm der Rosenkavalier Romero. Ja, Virgil, und das ist dein zweites Supernova-Match in Folge. Ich glaube, der erste Mann, der in zwei Supernova-Matches stand, er hat sich so gut gemacht das letzte Mal, er hatte so viel Spaß. Du meinst doch Ohrfeigen kassieren? Ich weiß es nicht genau, aber Romero, er hat die Chance vor einem Jahr genutzt. Er war bei den Tapings, bei den Aufzeichnungen für Momentum an der Seite von Cedric Superior. Da haben wir ihn das erste Mal kennengelernt und seitdem ist er regelmäßig bei Project Nova dabei. Was ihm nur fehlt, ist ein Sieg und vielleicht gibt es ihn heute im Supernova-Match. Auf dem Weg zum Ring aus Bautzen mit einem Kampfgewicht von 95 Kilogramm Dieter Schwarz. Ich habe das Gefühl, ich habe diesen Mann schon mal gesehen, Virgil. Ja, das ist der Generic Grappler, ehemals bekannt als DT Black, auch hier bei Nova unbesiegt und zum allerersten Mal im Supernova Match. Jetzt bekannt als Dieter Schwarz. Auf dem Weg zum Ring, aus der Stadt der Sünde, Tijuana, Mexiko, mit einem Kampfgewicht von 220 mexikanischen Pfund, El Ramo! Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir heute hier ein Debüt haben. El Ramo zum allerersten Mal bei Project Nova? Immer schöne Musik hat er mitgebracht, auf jeden Fall. Wir haben ja schon viele Luchadore hier gesehen bei Nova, Virgil. Ich bin gespannt, wie sich dieses neue, maskierte Gesicht hier schlagen wird. Vier unterschiedliche Leute. Wir haben einen Luchador aus Mexiko. Wir haben einen
deutschen Catcher. Wir haben eine Kampfmaschine und den Rosenkavalier. Vier Leute, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Und das hier ist das Supernova-Match exklusiv für alle unsere Freunde auf YouTube. Ich habe das Gefühl, El Ramo versteht kein Deutsch. Ich finde es aber auch cool, weil sein Outfit, rein zufällig, sieht das aus wie ein Outfit von einer anderen Person, die uns bei Nova ziemlich bekannt ist, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie du meinen konntest, Virgil. Nick Schreier. Das wird sein. Nick Schreier hat auch eine grüne Trunks mal gehabt. Und diese Rose will wirklich mal jemand haben. Sie trägt ja auch ein Romero-T-Shirt, die junge Dame. Und es gibt jetzt auf die Fresse. Das ist genau das, was die Fans jetzt hier sehen wollen. Vier unterschiedliche Talente. Aus vier unterschiedlichen Wrestling-Schulen. Wir haben Dieter Schwarz, der im Ostdeutschland trainiert hat. Wir haben Romero aus Kiel. Wir haben Michael Noel aus Hessen. Und wir haben El Ramo aus Mexiko. Ich weiß nicht, ich glaube Tijuana. Er sieht aus, als hätte er in Tijuana trainiert. Das werden wir gleich sehen. Dieter Schwarz fixiert hier Romero im Ring. Es scheint so, als würden sich Noel und Schwarz jetzt gegen ihn verbünden. Ehrlich gesagt, bisschen Tag-Team-mäßig sehe ich. Ich fühl's, ehrlich gesagt. Schwarz und Noel, schwarze Weihnachten. Wir haben schon den Tag-Team-Namen für die beiden. Jetzt El Ramo greift hier noch ein. Duckt sich hier ab. Und nagelt Schwarz in die Ecke. In beiden Ecken geht es hier heiß her. Romero wird ausgehoben. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt genau hingucken soll, weil die Action ist hier überall im Ring. Dropkick von Romero schickt Maike nur aus dem Ring. Und jetzt sind es El Ramo und Romero. Wheelbarrow. Armdrag. Ja, ein bisschen Lucha-Action hier. Dropkick. El Ramo packt hier die Lucha-Techniken aus. Weicht aus. Auf den Apron. Will sein Gegner ranholen. Rennt ins hohe Bein. Ich sehe gar nicht, wo die anderen Kontrahenten sind. Die prügeln sich auf jeden Fall wild hier, die beiden. Und El Ramo will die Aufmerksamkeit haben. Crossbody! Und Michael Noel steht nur daneben und kommt zu. Flying-Legende Romero! High risk! But some reward? Romero nimmt Maß. Springt und trifft! Alle Neune! Und die Crowd, sie liebt ihn, unseren roten Kavalier. Doch Romero, du musst dir jetzt einen deiner Gegner schnappen und ihn zurück in den Ring befördern, denn nur dort kann das Supernova-Match gewonnen werden. Ja, Countout, Disqualifikation gibt's hier alles nicht. Supernova heißt Action nonstop, bis jemand aufgegeben hat oder gepinnt worden ist. Und Romero kämpft sich jetzt gegen El Ramo zurück. Tritt gegen die Maske. Romero genießt es hier, von der Crowd frenetisch bejubelt zu werden und will die beiden Bösewichte dort unten wieder zurück in den Ring holen. Naja gut, er ist alleine im Ring, ist er nicht jetzt schon der Sieger, ganz im Ernst. Irgendwas muss ja, die müssen hier langsam, okay, Take Team Action. Schwarze Weihnachten für Romero. Doppelter Shoulderblock. Die müssen echt aufpassen, die beiden. Wenn die so gut zusammenarbeiten, können wir die beiden in der Tag Team Division von Project Nova zusammen sehen. Definitiv. Der Ringer hebt ihn aus. Gut-Wrench Powerbomb. Und Noel geht ins Seil. Und der Splash, der Rippenbrecher. Eine perfekte Kombination. Oh, aber jetzt Stress unterm Weihnachtsbaum zwischen den beiden. Ich habe so das Gefühl, das Tag Team können wir wieder abblasen, Virgil. Ja, war vielleicht doch keine so gute Idee, Sepp. Das Team Ex-Schwarze Weihnacht bearbeitet sich jetzt hier im Ring mit Vorarms. Ja, aber keiner der beiden wirklich gerät ins Hintertreffen. Beide scheinen... Okay. Beide sind... angeschlagen, aber noch nicht ausgenommen. Ja, aber vielleicht ist das der Vorteil für eine andere beiden. El Ramo kommt dort langsam wieder in den Ring. Romero genauso. Auf den Mann ran, während sich die beiden im Ring immer noch geben, immer noch prügeln.
Vielleicht ist da dieses Verschnaufen, was die beiden da draußen gerade brauchen. Oh, und da werden sie beide vom Bahnrand gefegt. Ja, die wollen das Ganze hier offensichtlich unter sich ausmachen. Battering Ram. Und wieder hebt er ihn aus, aber Noel ist zu schwer, Noel ist zu mächtig. Ja, der Mann kann auch seinen Schwerpunkt, der verlagert den so weit nach unten. Wie willst du den aushebeln, den Mann? Und selbst dieser Uppercut mit voller Gewalt schickt ihn nur temporär auf die Matte. Schwarz nimmt ganz genau Maß, stürmt heran und die Schulter in die Brust. Und jetzt will er ihn ausheben. Schafft er diesen Anlauf der Zeit zu? Der Kran aus Bautzen hebt ihn von der Matte. Cover 1, 2, das reicht noch nicht. Fast wäre Dieter Schwarz weiterhin bei Project Nova ungeschlagen geblieben. Aber er muss noch mehr auspacken, wenn er diesen Sieg wirklich haben will. Vielleicht wartet Schwarz ja auch schon zu lange, lauert, bis Noel wieder auf den Beinen ist. Setzt ihn hier an, den Full Nelson. Im Hintergrund Big Ramo und hier vorne Romero. Nehmen genau Maß. Aber doppelter Dropkick hier von El Ramo und von Romero. Alle vier Männer liegen am Boden. Casualties everywhere. Wer kommt als erstes wieder auf die Beine? Wer verschafft sich hier den Vorteil? Supernova! 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 Jeder Mann in einer Ecke. Alle gehen in die Mitte des Rings. Und jetzt gibt es auf die Fresse zwischen allen Vieren. Jeder gegen jeden. Harte Aktionen im Dreier-, Vierer-, Fünferpark. Im Dutzend ist es billiger. Big Boot vom Catch-Dozenten Dieter Schwarz. Enzo Igiri vom Rosenkavalier Romero. Schwarz wartet nur darauf, dass der Rosenkavalier Romero wieder auf den Bein kommt. Uppercut von Schwarz. Aus dem Lehrbuch. Und Noel mit dem Spinebuster! Die Erschütterung habe ich bis hier oben gespürt. Schnappt sich jetzt Schwarz. Ansatz hier vielleicht zur Powerbomb oder zum Palmdriver. Schafft er es gegen den größten Mann hier im Ring. Aber da ist El Ramo. Wie sieht ihn an? Shining Wizard! Step up! Shining Wizard! Eine Sternschnuppe fliegt direkt ins Gesicht von Michael Noel. Dieter Schwarz, der Catch-Professor mit dem vollen Nelson Buster! Und Romero mit dieser Aktion hier. Aber Michael Noel mit dem Lariat reißt Romero den Schädel ab. El Ramo, Crossbody-Ansatz, aber abgefangen. Aufgeladen. Wasteland! Oh, was für ein Sieg für Mike Noel! Der Gewinner des Supernova-Matches, Michael Noel! Eindrucksvoll hat Mike Noel hier bewiesen, dass mit ihm bei Project Nova zu rechnen sein muss. Was für eine Match, Virgil. In was für einem Match. Und die Action bei Project Nova geht immer weiter. Kommt auf unseren YouTube-Kanal, abonniert, aktiviert die Glocke. Hier gibt es Free Matches von allen unseren Veranstaltungen. Bleibt einfach dran. Wir sehen uns bald beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.